Yay, ein kleiner Geist, ein Hund, schwarze Balken, die jetzt weg sind und Fuzz Games und Graffiti Games. Oh, jetzt hat's funktioniert ausnahmsweise. Es ist schon die dritte Aufnahme. Dieses Spiel findet eine automatische Speicherfunktion. Bitte beende das Spiel nicht und das kann kein Schwein lesen so schnell. Ja, so, das war die Monitor Capture, damit wir das Intro einmal sehen vom Spiel. Ich wechsle mal kurz auf die Main Szene. So. Mit Schwarzbild. Ja, das Spiel hat so ein kleines Problem anscheinend mit Settings-Speichern. Das hat Demon Turf leider auch. Nur das hat es mittlerweile gecheckt, dass es das speichern soll. Wenn ich jetzt hier gucke, immer noch Vollbild, immer noch V-Sync aus. Wobei ich nicht mal weiß, ob ich V-Sync brauche, aber. Ja, ich mach's lieber mal einfach direkt an. Anwenden. Schwarze Balken sind wieder da. Das Spiel hat nämlich keine 1440p als Unterauflösung. Achso, warte mal, 1920 mal 1280. I, achso, jetzt anwenden. Das müsste besser passen, keine Ahnung. Eine Full-HD-Auflösung auf jeden Fall. Gut, Fenster ist aktiv, anwenden. Ja, zurück. Und dann vorsichtig nämlich mit Borderless Gaming in den Fenstervollbildmodus. Da es ein Pixel-Game ist, wird es nicht auffallen, wenn es jetzt ein bisschen gestretched ist. Also wird es schon auffallen, wahrscheinlich, aber egal. Tastenbelegung ignoriere ich. Sprache bitte auf Englisch jetzt auch mal halten. Danke, Spiel. Und ja, Kurzfassung: Das Spiel sah interessant aus. Geht mir jetzt schon auf den Nerv, weil irgendwie ich geblendet werde die ganze Zeit. Aber okay. Nebenbei puste ich Staub von meiner Brille, während ich erzähle. Und ja. Nee, das Spiel habe ich rein zufällig gesehen, das war in einem Bundle dabei, oder ist in einem Bundle dabei, von einem Spiel, welches im Discord verlinkt war, mit der Steam-Page. Und ich fand, das sah recht nett aus. Ich werde es mir jetzt erstmal in der Aufnahme nur einmal angucken und mal gucken, ob ich es auch weiter aufnehme oder nicht. Dann habe ich vielleicht noch was anderes neben Demon Turf auf die nächsten paar Tage im Urlaub, was ich machen kann. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Kann ich das Spiel bitte invertieren? Diese weiße Flut geht mir jetzt schon echt auf den Sack, aber, oh. Ich hoffe, der Sound passt so einigermaßen erstmal. Und wieso ist mein Mikro eigentlich so verdammt laut auf einmal? Naja. Was soll's? So, Start. Who's playing? Oh, nie. Continue. Confirm your name? Ja. Wait. I want a name too. Narrator, too late. You let Oni choose? Sorry, the game has already started. Ja, das soll ein Comedy-Adventure sein anscheinend. There's a place where suits go after death. Wo die Server klicken? Ja. They all arrive with pending issues. Unresolved business or regrets from their life. And that is why they all try to go back. However, at some point they stop trying. Or someone makes them stop. Are you done talking? Yes, you can move now. Use the left stick to walk. Ich kann auch die Kreuz nehmen. Ich werde jetzt bei dem Spiel ausnahmsweise kein Gamepad einblenden, weil ich A noch nicht geguckt habe, wo ich es einblenden könnte und B, weil ich glaube nicht, dass das Spiel jetzt so wirklich wichtig ist für die Inputs. Also allgemein ist es bei keinem Spiel wichtig, dass man meine Inputs sieht, aber. Es geht ums Prinzip. This path leads to nowhere. Leads to nowhere. Okay. Gut, vorwärts. Wir sind ein Geist. Oh, hi. War X jetzt ein Dash oder was war das jetzt? Next. Who's a good boy? Woof. Oh, I thought this was a talking dog. I am. Woof is my name. There's more to do in this game besides petting me, you know? I know, I don't care. Hold B, who's a good boy? Wolf. Hold B to fast forward. Okay. So, dann muss ich mal ganz kurz gucken, ist das Spiel eigentlich einigermaßen flüssig jetzt? In der Capture sieht es flüssig aus. Bei mir sieht es auch flüssig aus, weitestgehend. Merk gerade nichts, aber ich kann die Kamera auch nicht drehen, von daher. Passt schon. Erstmal alles andere angucken, oder? Also ein paar Probleme hat er anscheinend, wenn ich wieder mal laufe, seitwärts, egal. So, Portrait of Dr. Cruel.
64PixX64Pix. Pixel on Canvas. Afterlife, a place to die for. Okay. Employee of the Millennium. And the next one too, probably. Oh ja, Comedy, ich merk schon. Welcome to the Afterlife. Yes, you are dead. No big deal. Here your soul will rest peacefully. As long as you stay out of trouble. I must go back to life. You what? I said I need to go back to life. Oh, sorry. I didn't hear you. There's too much noise in here. Yeah, where's that music coming from? You already want to go back to life? But you just got here. Yes, I know. I'm sorry, I'm sure you have a very good reason. In fact, I can check that. Let's take a look at your record. Oh no. What is it? This doesn't make any sense. You're holding the book upside down. Oh, you're right. Okay, let me see. Well, now I understand why you'd like to go back. Excuse me one moment, please. Oh, this book contains my whole life. No, I don't have to worry about writing my autobiography. Maybe I should erase some embarrassing moments, like the time I accidentally called the teacher mom. Hey, I was 5 years old. Oh, this book contains my whole life. No, I don't have to worry about writing my... Okay. Naja. Hatten wir schon. I can hear a conversation. There are some pending issues on the record. It could be a problem. What if the soul hears about the portal? King Minion Dr. Cruel is not going to like that. Exactly. You know what needs to be done. Relax. We will take care of it. Alright, wish me luck. Wait. First you have to learn how to fight. Why are you assuming that I don't know how to fight? Oh, sorry. Do you already know how to fight? No. I'll teach you. Follow me. Welcome to the tutorial. I'll be your guide. First, you'll learn how to dash. Take note, I don't have a pencil. Press dash or left trigger button to avoid bullets. Aha. Ja gut, ich bin echt gerade gedasht. Can we try with fake bullets? No. Es ist Instant Blip Blink quasi. Keine Ausdauer. Nice. It looks like you've mastered the art of dashing. I just pressed all the buttons. Follow me to the next room. I'll teach you how to shoot. Shoot? I'm a pacifist. You'll be doing it to achieve inner peace. Oh, okay. Teach me then. Items, gallery, camera, camera? Oh mein Gott, ich kann Selfies machen. Okay. Options, map, controls. Options, audio. Machen wir die SFX ein bisschen leiser. Der Sound ist glaube ich so okay, aber SFX war recht laut jetzt gerade. Game, remap, nö. Map. Alpha Town Map, Ruins, Cruel Plaza, Western Town, Beach Town, Neo Town, Stone Town, Ice Town, Ice Cave, Permal Town, Dark Town. Ich finde schon, dass ich alles spoilern kann. Ich mag aber die Map im Pokémon Oldschool Design. Ja, gut, okay. Ganz viele Sachen. Exit, Gallery, no photo saved, Items, you don't have any items. Yay, Minimalism. Okay, gut. I get the point. You can shoot in all directions. Aim and shoot using your right stick. Oh no. Now try to defeat these enemies. Can we try with fake enemies? No.
Ich muss nur den Stick nutzen zum... Okay, ich kann entweder in die Richtung laufen. Oder ich nutze den Stick zum... Okay, das ist interessant. Das ist echt interessant. Nur den Stick in eine Richtung schieben, um damit dann zu schießen. Die Idee ist nice. I taught you all I know. That's it. Well, yeah, I'm just a ghost dog. What did you expect? You should be impressed. I'm sorry, I'm impressed. You should go. Hör dir Wolf's Tutorial an, Professor Wolf. Okay, es sind deutsche Achievements. Ich spiele das Spiel auf Englisch, weil einfach nur dann die Puns wahrscheinlich besser sind schon. Eine große Katze. Ja, Bock. Cat scene, 1 out of 1000. 1 out of 1000? That's a lot. I never unlock that achievement. Cat scene, 1 out of 10. 1 out of 10? That's too easy. Achievement destroyed. Are you happy now? Ja, danke. So, it's both locked and unlocked at the same. Time. Just play. Zerstöre eine Errungenschaft. Errungenschaft zerstört. Oh, ich liebe jetzt schon den Humor. Trust nobody. But trust me, even though I'm a random. Note written by someone you don't know. Ja, gut, okay. Ja, ja. You found a potion. Okay. Weil ich komme wieder hier raus. Es gibt doch gar keinen Sinn, eigentlich, wie ich die Türen links hin, dann dahin. Das ergibt keinen Sinn, wie ich hier gelandet bin, aber okay. I hope you remember what I taught you. I see great potential in you. I've already forgot some of that stuff. I take that back. The soul is here. Oh, sie ist Musik laut jetzt. Do something. Run away. I was thinking more of fighting. Right, who would run away? I would. Okay. You won't get in the way of Dr. Cruel's plans. Even though I don't really know what his plan is. Battle is over, you win. By the way, I am the narrator. Nice to meet you. I was wondering where that voice had been. The voice had been coming, had been coming from. Ich weiß nicht, wie ich das mit dem Sound mache. Audio. Ich tapp mal raus und hoffe, dass das Spiel nicht crasht dadurch oder so. Das Spiel ist gar nicht mal so alt. Machen wir auf 20% runter einfach. Ja, 20. Sollte immer noch okay sein. Geht immer noch bis zu minus 30 Dezibel im Schnitt. Hat er gerade eine Hantel gehabt? Oh mein Gott. Ja. Achso, ich kann nicht mehr angreifen jetzt gerade. Okay. Warum auch nicht? Hat er sich versteckt? Before you go, I'm sure there are lots of questions that you would like to ask. Yeah, what's the Wi-Fi password? Related to the portal that allows you to go back to life. Alright, what do you know about it? Legend says that the portal is locked with 8 keys. 8 keys? Couldn't they use just one good key? No, otherwise this game would be too short. Fair enough. You should go find them. I think you can do it. I feel it in me. Like this vibrating energy. I think that's your phone vibrating. Oh, you're right. We have a phone too, you should check it out. Press menu to access your after phone. There's a bunch of cool features and useful information. Okay, gotta take this one. See you later. Ja, Gallery, Kamera. So, ich mach mal ein Bild hier. Oh komm. 15 Uhr? Nicht wirklich, aber okay. Bin dann im Afterlife vielleicht. Ist jetzt hier das Bild auch drin? Ja. Controls, Megal Map. Alpha Town immer noch, okay.
You know I can see you hiding behind that plant, don't you? I don't know what you are talking about. I'm just a regular plant. Regular plants can't talk. I agree with the plant. Wait, what? Why are you what, that? King Minion, someone came to water this plant. Ach so, die Pflanze selber kann auch sprechen. Ach so. Ich war gerade verwirrt, ich habe nicht Bandit gelesen. Ach so, hä? Das ist doch King Minion. Okay. Yeah, right. I didn't see anybody. Silence. Now I can see you behind. Don't you? Yeah, yeah. Talk about. I'm just a regular plant. Ach so, er hat das gesagt. Die Pflanze hat das gesagt. I agree with the plant. Wait, what? Jetzt verstehe ich es umso mehr. Oh Mann. Oh, warum muss er alles so weiß sein? Igitt. Können wir das nicht inventieren? I hope nobody wants Dr. Cruel about me. I will tell Dr. Cruel all about you. Wirklich? Sewell check-in. Open 24 hours. Except on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Send it to be confirmed. Achso, ich kann doch nur auf diesen Weg laufen. Oh, das ist gut. Ich kann mich nicht unnötig umgucken. Alpha Town, a new dawn, a new day, a new life in this old town. Okay, so ein bisschen hat das Spiel Probleme anscheinend jetzt gerade mit dem flüssigen Game. Hm. Was ist, wenn ich einfach mal jetzt aus Interesse Video V-Sync deaktiviere, apply. Wie, du kannst gerne wieder in den Vollbildmodus gehen. Ja. Also okay, wenn ich was ist, wenn ich Rivertune noch mal kurz teste? Die Musik ist immer noch zu laut jetzt gerade, wo ich hier draußen bin. Immer auf 16% runter. So. Ja, Rivertune ist an. Add Profile. Kommen. Wie hieß das Spiel jetzt nochmal? Restless Soul. OP Quest. Okay, das ist nicht mehr hier. Super C-Festplatte installiert, okay, gut. Theme. Theme Apps. Wo auch immer das Spiel ist, da. Kommen. Restless Soul ist da. Ich glaube, das ist auch diese Anwendung, weil sonst habe ich ein Problem. So, Scanline Sync. Hat er jetzt auch das benommen? Ja, da. Global. Wieso ist global Scanline Sync aktiv? Global will ich eigentlich gar nichts haben, erstmal. Okay. So. Gut, das Cap ist schon mal drin. Ja. Restless Tool raus aus den Favoriten und wieder rein in die Favoriten. Von Dingens. Einklicken. Okay. Options, Video. Fullscreen, Apply. Windowed, Apply. Hier sieht es ein bisschen problematisch. Also es ist immer noch Vollbild, in der Aufnahme, weil 1080p immer noch ausgewählt ist. Aber irgendwie, das ist jetzt für mich gerade blöd, dass es nicht mehr im Vollbild ist. Hm. Wobei, warte mal, das Spiel läuft auf 1080p und ich nehme die Quelle und skaliere sie auf. Ah ja, gut, ist egal dann. In dem Fall skaliere ich halt gerade gar nichts. Gut. Ja gut, dann spiele ich halt jetzt erstmal in einem Fenstermodus mit 1080p, was soll's. Alpha Town, a new dawn, a new day, hatten wir gerade schon in this old town. Ja, ja, ist ja gut. Lass mich in Ruhe. So, hallo Chef. My house is empty because material stuff can't buy you happiness. Achso, material stuff, aha. Just kidding, I'm poor. You stare into the abyss and the abyss stares back at you. It's a staring contest.
Ist der hinter der. Mhm. At least you have a home. Alright, I should sell it and buy material stuff. My house is empty because material stuff. Okay, gut, das heißt, hier haben immer zwei Optionen anscheinend. Gut. Kann ich auf Wasser laufen? Nee, kann ich nicht. It's Geist. Oh no! I get all emotional when I contemplate the horizon. Here I stand, all by myself, trying to find a way back to life. Why can't I leave it all behind? Does it really matter anymore? Alright, that's enough. TMB 3. Teenage Mutant Bastards 3? Keine Ahnung. Wait a second. Why is the camera following me? Am I special? I'm not really used to this much attention. Well, at least there are some spots where you can't see me. Oh, well. Ich kann die Kamera drehen? Wirklich? I get it. We are in this together. You found letter T. Mhm. One out of nine letters found in Alpha Town. Warum hat jetzt die Kamera gewackelt? Kann ich die Kamera eigentlich nicht drehen? Nein, kann ich nicht. Major Tom. Hi, I'm the Major of Alpha Town. Well, not really. I just like to pretend I am while he's gone. Has anyone noticed you are not the real Major? Major, whatever. Not really, we are both great pretenders. I pretend to be him, and he pretends to care for this town. Does democracy exist in this place? Do Majors get elected? In a way, yes. By our souls? By Dr. Krull. 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 Keine Ahnung. Has anyone noticed you are not the real Major? Nope. Fake Major Tom. Mhm. Soll ich Fotos mit den Leuten machen? Hm. Check ihn nicht so ganz. Vote for me! Also sie sagen dann was zu oder was? Oh mein Gott. I think it's a bit early for Halloween decorations. Jack the Pumpkin, who are you calling a decoration? I'm sorry, I didn't know. Is it too early though? I've already decorated. Also, der kleine Pumpkin ist der eigentliche. Oh mein Gott. Achso, nee, Jack Junior. Yeah, me too. Okay. Camera. It's not Halloween yet. You know what that means. Yes, it means we have to wait. No, it means photos with me aren't free. Okay. Oh, das war jetzt aber übelstes Bild reißen. Also was ist reißen? Wackeln. Hat man es jetzt? Ist das eine Aufnahme? Wenn es bei mir passiert? Das heißt aber gerade im Endeffekt, dass River Tuner schlechter funktioniert als V-Sync wieder. Entweder nutze ich es falsch oder ich habe keine Ahnung. Also wenn ich einfach sage, hier Frame Limit auf das und dann Scanline Sync. Komm. Immer noch? Nee, es wackelt immer noch so. Dann kann ich auch eine Videooption wieder auf V-Sync Apply machen und kann das ganze Ding über River Tuner wieder ignorieren. Weil dann. Ja, es ist echt anscheinend nur Genshin, wo es mehr oder weniger funktioniert. Lustig. Ich meine, gut, als Limiter ist es trotzdem okay. Naja. Kann ich eigentlich das Spiel einmal minimieren und dann wieder. Zack, minimieren?
Alt Enter vielleicht? Klappt das? Nein. Achso, Alt Groß Enter vielleicht. Auch nicht. Weiß nicht, warum ich nicht mehr groß bekomme jetzt. Egal. I'm not sleepy. On the other hand, I'm hungry. Sorry, don't have any food. Dr. Cruel's army built a tower in the north side of town. What do you think they are hiding? Maybe the portal to go back to life? I don't think so. Nobody knows where the portal is. And if you go looking for it, you will catch Dr. Cruel's attention. So what advice can you give me? Get used to being dead. I guess. Naja, gut, okay. Have you tried searching the portal? I'm not good at finding things. I can't find my fridge. Perhaps you've never had one in the first place. That would make more sense. It's not like the fridge is going to just disappear. There's your fridge. Yeah, I'm not falling for that one. There's your fridge. Yeah, I'm not falling for that one. Keep it cool. Keep it cool. Cool, a floating table. Not so cool when you are eating, so. Das soll fliegen sein. Cool, a floating table. Not so cool when you are. There's your fridge. Yeah, I'm not falling for that one. I'm not sleepy. On the other hand, I'm hungry. Don't have any food. Jetzt habe ich immer noch das Bild zerreißen, obwohl ich eigentlich V-Sync aktiviert habe. Werde ich auf Fullscreen einfach gehen? Spielstand wahrscheinlich eh mal. Ja, komm. Dann kann ich auch auf Fullscreen jetzt gehen, weil. Dann scheiß drauf. Dann beenden wir Borderless Gaming. Oder ich aktiviere. Ja, oder ich starte mal Borderless Gaming nochmal neu. So, Fullscreen, V-Sync. 1920x1200. 1920x1280, was ist das für eine Auflösung? Ah, Widescreen wahrscheinlich. Ah, Widescreen wahrscheinlich, okay. So. Gott, jetzt bin ich auch wieder Fullscreen unterwegs. Gut. Ist das gerade richtig? Ja, ich sehe es richtig. Ja, trotzdem noch diese komischen kleinen Mini-Ruckler für mich. Kann ich da irgendwas machen? Audio? Nee, Video? Wieso eigentlich 48 Hertz, was? Was, wenn ich jetzt aber V-Sync aufschalte? Ausnahmsweise mal. Achso, dann wird mein Rechner wieder schmelzen. Dann doch wieder River Tuner nebenbei. Moment. Ich hoffe, ich habe das Profil jetzt nicht gelöscht. Doch, habe ich, aber ich kann es direkt wieder enden, weil ich noch im Ordner bin. Bein gehabt. So, Scanline Sync. Minus 1, damit es aktiv ist. Und Frame Limit. Das, was der Monitor hergibt. Ein Herz. So. Im Optimal, was im Optimal, beim Worst Case einfach beides aktivieren, was man mal nicht soll. So, gut. Mal gucken. Hi. Grey Wizard. Schon so, man sieht schon, wie das ganze Bild jetzt schon so ein bisschen gestretched ist, bei mir zumindest. Wobei, ja gut, das ist so pixelig, das Game eigentlich, von daher da kann man das ignorieren. Grey Wizard, welcome to the mysterious building number 3. T. M. B. Temporal Mysterial. Egal. Legend says that if you visit all mysterious buildings in the correct order, something magical will happen. I guess you'll have to look for them. Okay, I invented that legend, but I really think it's true. Where else would they be numbered? What do I get for visiting all mysterious buildings in the correct order? To answer that, go to the mysterious building number 4. Welcome to the mysterious building number 3. Legend says that you. Okay. Ja, gut, das ist 3. EMB, Mysteries. Okay. Whatever.
Okay, ich kann wieder ein Foto machen. Don't take Dr. Krull. Krull. Ich würde sagen King K. Rule, oder? Also, Krull einfach nur. Ja. Dr. Krull sure is scary. Have you ever met him? Not really. But legends are told. Like what? He once burned down a whole town just because he was cold. Hope he doesn't get too hot. Too late. Have you ever been to Ice Town? Dr. Krull sure is scary. Have you ever met him? Not really, but legends are told. Like what? Mhm. Was war's? Ja, gut, okay. Ich wiederhole euch. Fridge is closed with a lock. Food must be very expensive here. Okay, gut. This doesn't look very comfortable. Even for a 2D-Character. ja, schön. 4th-Wall-Breaking die ganze Zeit, ich liebe es. A table with no chairs. Who needs to sit when you can float? Ein I. Your phone letter E. I, whatever. 2 out of 9 letters found in Alpha Town. Mhm. Ist hier hinter dem Haus eigentlich irgendwas? Was? I'm the developer of the game. Developer. I'm just making sure that everything is working fine. Go play. I'm the developer of the game, just making sure. Mhm. Go play. Ja, gut, okay. So, Larry. Please don't tell anyone where I am. I want to win Hide and Seek Championship. I've been here for 6 years. That competition was cancelled 5 years ago. Oh. Why didn't anybody tell me? They couldn't find you. Uff. Okay. Don't talk to me yet. I'm still learning my lines. Sorry. Don't talk to me yet. I'm still learning my lines. Sorry. Okay, gut. I always wanted to be the main character. Well, it might be a bit late for that. No, it's my game now. Wait, you have no money to no inventory and made 0% progress. Well, yeah, I've just started. You can have it back. Just kidding, I'll take it back. Uff. Okay, mit beiden scheint es jetzt gerade relativ gut zu funktionieren, mit in-game und nicht in-game. Wobei es könnte auch einfach, ja, es könnte jetzt auch daran liegen, dass ich jetzt einfach, wie heißt das? Hab ich überhaupt in-game aktiviert gehabt jetzt? Nein, hatte ich nicht. Okay, im Vollbild funktioniert anscheinend gerade River Tuner wieder gut. Dann okay. Dann okay. Oh, das fällt gerade nicht auf. Okay, Fotos. Please don't post a review online. Map Shop. Very useful maps. Salesman Paul. When I stand here, sales increase like crazy. When I stand here, sales increase like crazy. These maps are really expensive. You want one or not? Okay, give me one. You bought a map. Wait a minute. It's just a piece of paper that says you are in the afterlife. No refunds. No refunds. Wo ist der andere hingerannt? Hm. I'm still settling in. I arrived today. I hope they have better traffic lights in here. Okay. Doctor's away on vacation. Please stay healthy. But this is a fighting game. Dachte ich auch eigentlich, aber okay. There's only trash in here. I don't know what I was really expecting. Door's locked. With this statue, the memory of our first resident lives forever. It looks so alive. Now that you mention it, I know the statue. The sculptor asked me to stand here, but he never came back. I'm thinking he wasn't the sculptor. Why don't you just get down? I'm scared of the water. Es ist sehr viel Lesen und ich weiß nicht, ob ich jetzt das Spiel wirklich komplett aufnehmen möchte, weil es halt nur Lesengefühl bisher ist, aber okay. Ja, okay, das hatten wir gerade schon.
Zack. Ich muss gedrückt halten, damit das Ding schnell skippt. Okay. Ja, Foto. Oh great, they'll turn me into a meme. Ah, oh, Meta-Humor. Schön. Hey, Dr. Cruel said we are not supposed to visit the ruins. Now that said that, you would, was? You totally want to go, don't you? Yeah, kind of. And you are not supposed to give me all your potions. You totally want to give them to me, don't you? Not really. Rough trying. Not supposed to. Okay. Alpha Ruins. Nothing interesting, really don't go. Jetzt hier drin oder wo? Mario, do you have automatic negative thinking? Huh. Negative. Stay positive. Do you have automatic negative thinking? Nope. Stay eigentlich schon. Ich denke mal direkt ans Negative. Muss ich da jedes Haus einmal lang rennen oder was? You found letter R. Aha. Die auch noch mal das found in Alpha Town. Ist jetzt ein Gebäude einfach nur? Warte, Map. Ruins. Ja gut, den will ich hier noch nicht rein. Erst nicht weiter in der Stadt umgucken. Alter, also den Weiß ist halt schon hart. Können wir bitte die Farben invertieren? Revival Zone. End of Revival Zone. Also genau hier zwischen oder was. When I stand here, sales increase like crazy. Or refunds, okay. Road to Waterfall Town. Nicht wirklich jetzt, oder? Brody, you can't go to Waterfall Town. An important discovery has been made there, and it's being studied by Dr. Cruel and his evil army. I mean, his group of nice people. That's better. You can't go to Waterfall Town, an important discovery, okay. Interessant. Ja. Wo geht's hier oben hin? Can I enter the tower? No one can enter. Bugs. Can I enter? Sure. We let him in? Yeah, he's part of our army. Can I be in your army? No one can join our army. Skate Ghost, okay. Can I join your army? Sure. Oh, come on. I'm just messing with you. I don't even work here. You seem good. Wanna really work for us? Sure, thank you. I really can't enter. Oh man. Come on, I really need to enter this tower. Why? I want to spy on Dr. Cruel. I'm expecting someone inside. This is reverse psychology. Let me explain it with a song. Reverse psychology. You know what? I think you shouldn't let me in. Are you trying to use reverse psychology on me? That is a great idea. Go on. I don't need your approval. No, I won't use it. Wait. What just happened? Let me explain it with a song. No, please don't sing. I hate musicals. Ahem. Stop. Wo will ich jetzt zuerst hin? Verdammt. Kann mich nicht entscheiden. Ich gehe erstmal in den Turm jetzt reinkommen. Hi. Nate, I'm afraid to go upstairs. There must be lots of enemies, that's for sure. Oh no, I don't want to go, but I have to go. I get it, sometimes you have to prove yourself. No, I just have to go to the upstairs bathroom. I'm sure there's one outside. Great. I meant one enemy, not one bathroom. You figured it out. Uff.
Well, hello there. Jetzt gibt's drei von denen. We are trying to come up with the best way to fight you. What have you got so far? Nothing. We don't know you very well. We have 5 hours to spare. I'll tell you the story of my life. Please don't. It all started a long time ago. We are not listening to this. Also ja, ich sollte vielleicht dann so schießen. Battle is over. You won 0 XP. XP doesn't matter in this game. Okay, if it makes you feel better, let's say you won 100 XP. Oh, ich das könnte erstmal neuen Favorite Games werden. Oh Mann. Oh, schön. Baku, we are conditional. Pacifists, we won't attack you unless you attack us. We will have to stop you right there. Can't you let me pass just this once? Let us think about it. Good. After we fought. Oh. Ich hab's gemerkt, was die meinen. Okay. Ja. Achso, ich kann nicht mit euch reden. Okay. Muss ich euch platt machen? Idiom, ja eben. Wow, I never thought you would get this far. No offense. Wow. There you are. I forgot to ask you something. Are you going to ask me if you can join my party and fight these enemies? What? Which enemies? Oh, I just remembered that I have an appointment. Octogos, I sent you to the afterlife. Is it even a thing? Let's find out. You are getting the hang of it. Only 297 battles remaining. Just kidding. I didn't count them. Could be more. I hear some people take turns to fight. Say what? Who fights like that? Am I supposed to just stand there while you hit me? I know. It doesn't make sense. Ja, in gewisser Weise. Ja. Let's mock round-based RPGs. Ach ja. Great job. Careful now. Battles might get harder. Or not. Depends on the game design. Either way, keep going. Was gibt's denn bei dem anderen Weg? Doop-di-doop-di-doop-di-doop-di-doop-di-doop. Ich würde gerne die Ruinen nochmal rein. You found a book. It's called How to Win Every Battle. But you forgot your reading glasses. Maybe an enemy can read it to you. Good luck with that. You found a book. It's called How to... Okay. Oh, ein F. Das Ding sieht aus wie Kirby. You found letter F. Afterlife. Okay. Portal of the Net is found in Alpha Town. The portal gates will only open for the one who is in possession of the 8 keys. I once had them all, but I lost them. In retrospect, I should have bought a keychain. Wow, you found a potion. Bro, thanks for rescuing me. My brothers and I refused to join Dr. Crude's army. And so we were locked up and separated. Can you help us? We are supposed to meet at Silver Pond. Okay, gibt's hier noch eine Fake Wand? Nö. Ach ja. Oh. Wieso gehe ich so oft? Wir haben es jetzt 1 Uhr. Ich bin mal gerade 2 Stunden wach. Aber gut. Was soll's. So, there's a note on the table.
Press Button A to start a boss fight. Press Button B for a surprise. Anything is better than a boss fight. Double boss fight. Ah, komm, boss fight. That's the spirit. Boss Mats. Oh, they are to summon me. If you want the key, you'll have to defeat me. What if you don't... was? What if I don't want the key? You shouldn't have pressed any buttons. Battle is over, you win. Now go get that key. I mean, if you want to. Death is not the end of life. Also, why am I leaving notes on the walls? Maybe I should start a block. You found the first key. This is great. That is what I would say if Dr. Cruel and his army weren't looking for it. Alpha Turm abschließen. Achievement, okay. You found letter E. Trief. 5 of 9 letters found in Alpha Town. Mhm. Oh, hi, Grim Reaper. No, I really have to tell Dr. Cruel. Ist das echt Cruel oder Krull einfach? Eigentlich ist es Krull wahrscheinlich, aber. Ich denke halt immer an K-Rule. Wobei, das ist auch anders hier geschrieben. Aber es soll auch wahrscheinlich K-Rule, Cruel, ja, also Donkey Kong halt. What was I doing? You were going to tell Dr. Cruel. Right. Hank. Wow, thanks. Oh, bitte keinen Schluck auf jetzt. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Stop following me. I'm not following you, it's just that I'm also heading towards the exit. Alright, well, don't walk so fast then. Wir schweben, aber okay. Gibt's da noch einen Weg? Nö. You're late for battle. I know, I didn't hear my alarm clock this morning. Do you think we can reschedule it? I don't think so. I've already defeated them all. Oh, I see. Well, I'll fight you by myself. Alright, how about first thing tomorrow? Was? About first thing tomorrow morning. Tomorrow morning? Nah, I prefer to sleep. Jo. Ach ja. Ich habe mich nicht geirrt, das Spiel hatte schon in dem Trailer geil gewirkt durch das Kampfsystem, was ich gesehen habe. Es war sehr simpel und einfach bisher, aber es könnte doch eine nette Balletel werden. New man, I traveled all by the way from Beach Town. Was? I traveled all the way from Beach Town to deliver this letter to you. Is it good news or bad news? Bad news. Then I don't want it. Oh, you think that if you ignore them, they will simply disappear? Yes. Okay, good. Good, now all I have to do is stay out of Dr. Cruel's sight. Es war so klar, dass er direkt hier steht. What? The music stopped, that can't be good. Oh, he's next to me, isn't he? I don't wanna look. Phew! That was close. Actually, I'm over here. You really want to find the portal, huh? I won't let you do that. You lost the first key. Oh man, I just got that. Game over. Wait. I'm not dead. I mean, I'm dead, but I was just knocked out. I think I can continue. End of chapter 1. That's better. Where am I? Okay. Ja, ich würde sagen, das ist auch ein guter Punkt, um jetzt hier auch zu pausieren. Dann überziehe ich auch nicht so lang. Oder? Ja komm, wir sind jetzt angeblich Ende von Chapter 1. Außerdem kann ich dann gucken, ob das Spiel auch gespeichert hat bis hierhin. Controls, Kamera. So, sieht jetzt einigermaßen flüssig aus, so wie es ist. Save and quit. Wenn ich jetzt Start klicke, Oni, Prison. Okay, wir sind im Gefängnis, war zu erwarten. Keys 0. Ich denke mir, ich werde es zumindest noch ein, zwei Mal anwerfen in der Aufnahme und gucken, ob es sich dann auch auf Dauer lohnt. Aber es war jetzt schon vielversprechend, der Anfang, auch wenn es relativ viel Gelaber ist.
Aber okay, hält sich in Grenzen. Bisschen weniger labern wäre halt schon ganz nett, aber dann wäre es kein Comedy-Adventure wahrscheinlich. Den Quell war. Ich habe irgendwie ein Faible für diese. Ja. 2,5D-Räume. Also, es ist 3D in gewisser Weise. Aber auch irgendwie nicht. Also, dieser Luigi's Mansion und Paper Mario-Style halt einfach. Der hat was. Und vor allem auch dieses mit Sprites einfach rumrennen. Das ist immer wieder nett irgendwie. Habe ich jetzt nicht so oft gespielt und gesehen, aber das, was ich gesehen habe, ist nett. Wenn das Spiel noch nicht so hell wäre. Oh, ist das ekelhaft. Und der Monitor ist nicht mehr hell eingestellt, eigentlich. Und ich sehe auch gerade schon wieder. Sag mal, warum hat der Options, Video. Ja, V-Sync aus. Warum hat River Tuner das Ding nicht auf Dingens gesetzt? Oder hatte ich in-game gerade welche? Jetzt bin ich Start, Keys, Continue. Was? This isn't where I last saved my game. Oops, I'm sorry. Where were you? I wasn't really paying attention. I was at prison, remember? Oh, right. Let me fix that. Wait, I also had 8 keys, remember? Yeah, nice try. It was worth a shot. Gerade eben war das weiter rausgezoomt. So, im Ernst, warum habe ich so viele Frames? Das ist merkwürdig. Habe ich vielleicht echt die falsche Echse gepackt? Delete. Add. Jetzt gucken, ist hier wieder irgendwo was in Steam, im Steam-Ordner Kacke benannt oder so? Guck mal ganz kurz über die, über den Task Manager, wo die Echse von dem Game liegt. So. Dateipfad öffnen. Kommen, Restless Soul, Restless Soul. Und Dateipfad öffnen ist auch da. Okay, das ist die ganz normale Datei in dem Ordner. Kann ich sonst irgendwas gucken? Details wechseln. Restless Soul.exe. Jetzt ist es weggesprungen, was weniger braucht, egal. Nö, Steam Maps, Common Restless Soul. So. Und da möchte ich minus 1 und ein Frame Limit davon. So. Minimieren. Groß machen. Jetzt habe ich wieder 120. Oh. Ich nehme alles zurück, was ich vorhin gesagt habe. Jetzt habe ich mit Vollbild voll das Screen Tearing oben. Oh Gott, aber volle Kanne. Was ist, wenn ich jetzt. Oh, jetzt muss ich mal. Jetzt gucke ich nochmal gegen Ende. Hin wirst du mal direkt raus. Was ist, wenn ich. Eigentlich liegt es jetzt nur noch daran, oder nicht? Natürlich liegt es daran. Was ist, wenn ich Scanline-Sync dann ausschalte? Zack. Und dann habe ich immer noch Screen Tearing, Bug, Options, Video. Wie sind halt an? So. Jetzt ist es weg. Habe ich gerade vielleicht einfach das Problem. Ach so. Wait a minute. I can walk through these bars. Das habe ich im Trailer gesehen. Ich dachte so, yes, endlich mal ein Spiel, was es checkt in solchen Spielen. Freedom! Just don't tell the other inmates, please. Not everyone realized that they can do that. I don't want to go back in there. Also, it's always nice to have a roof over my head. Be right back, unless you don't find me. Jetzt muss ich gucken, ob das jetzt eigentlich läuft. Ja, es läuft, weil jetzt hab ich beides wieder an, oder? Okay, ich muss mal gucken, wie fixe ich denn das am ehesten? Weil jetzt läuft es ja auch wieder nicht allzu rund. Video. V-Sync off. Full-Screen Mode on. Apply. Jetzt habe ich Screen Tearing.
Tearing, whatever. Wenn ich jetzt 120 FPS mache und Scanline Sync aktiviere und dann das Spiel wieder starte, dann habe ich immer noch Screen Tearing. Wenn ich beides aktiviere, ganz dumm. Apply. Ja, dann klappt zwar, aber dann habe ich wahrscheinlich drin, dass ich gleich wieder hin und wieder unter 120 FPS tippe. So wie jetzt, 116, 19. Und dann rollt OBS rum. Gut, ich werde mal gucken, ob ich das Spiel nochmal wieder irgendwie ein Fenstervollbild bekomme. Video, Windowed, Resync Off, Apply. Notfalls spiele ich aber echt im Fenstermodus, come on, was soll's. So, dann das bitte. Und minus 1 passt immer noch. Zack. Jetzt habe ich wieder Screen Tearing. Interessant. Und es ist irgendwie blöd. Warum ist es jetzt so? Was ist, wenn ich das aktiviere und jetzt dafür Scanline-Sync wieder deaktiviere? Ja, gut. Also wie das. Ja, ich nehme das Limit einfach mal raus. So. Ich nehme nur das Ingame-Limit. Ja, sieht schon smooth aus. Aber er dippt trotzdem kurzzeitig runter. Gibt's hier keinen Uncapped oder so? Ja, Uncapped ist der V-Sync aus. So. Gut. Was ist, wenn ich das Spiel. Oh, warte mal. Was ist, wenn ich das Spiel einfach auf 240 begrenze? Was viel zu viel eigentlich ist für den Monitor. Ergibt wenig Sinn eigentlich. Weil ich trotzdem noch diese ganzen Dinger habe. Na nee, komm, was ist, wenn ich einfach mal sage? Scanline Sync auf das Doppelte von meiner Refresh Rate. So. Na, ja, dann zittert es hier so ein bisschen hinterher. Und ich habe eine Tierline. Ja, es ist nicht schön, mit Uni wieder jetzt Settings durchgehen. Obwohl er eigentlich beenden wollte. Bestimmt, oder? So. Kein Scanline Sync. Und einfach nur. Ja, komm, dann halt Enter. Meine Güte. Halt, klicken. So. Und dann noch mal River Tuner starten. Ach, River Tuner. Borderless Gaming. Zack. Okay, gut. Oh Gott, geht gar nicht. Dann wieder Video, E-Sync, Apply und möchtest du jetzt bitte wieder den Vollbild? Danke. Jetzt sieht's gut aus und er ist auch jetzt gerade. Na gut, er dippt halt nicht immer runter. Jetzt 119 Mal. Aber so sieht's irgendwie am besten aus, glaube ich. Ja gut, ein OBS zieht wieder jetzt hinterher so ein bisschen. Muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie noch gefixt bekomme. Aber ich habe jetzt zumindest ja wieder Windowed und V-Sync. Ich guck mal, ob ich das noch irgendwie ändere. So, ansonsten Exit. Be sure you want to. Ja, save and quit. Ah lol, wenn ich es quitte, dann geht da wieder ein anderes Fenster rein anscheinend, weil er jetzt gerade aus dem Fenstervorbild rausgegangen ist für einen Moment. Okay. Vielleicht mache ich doch einfach nur so. Komm. Weg mit Borderless Gaming wieder. Hilft dir anscheinend nichts. Beenden. Gut. 1080p, Fullscreen V-Sync, 120 Hertz Back. Gut, Restless Soul. Ich weiß, wie ich Schluss dann erstmal. Wir haben es jetzt Viertel nach 1. Boah, eigentlich müsste ich schon noch eine Runde mehr aufnehmen.
Eigentlich schon. Aber es ist die Frage, was ich jetzt noch aufnehme. Oh, vielleicht gucke ich mir noch ein. Ja, vielleicht gucke ich mir jetzt auch Dual Corp schnell an. In der Demo. Als kleines angespielt. Das könnte ich machen. Oder ich gucke halt Eulenhaus-Dingens weiter. Habe ich auch wohl Bock drauf. Ich kann für mich andere dann weiterspielen. Ich muss ja auch nicht nur aufnehmen. Ich kann ja auch mal für mich jetzt hier ein paar Sachen nebenbei spielen. Wird sowieso dann demnächst der Fall sein. Wenn ich auf Updates bei Spielen warte, beziehungsweise Urlaub zu Ende ist. Also ich will schon ein Spiel nehmen, Genshin meist spielen, aber ja, jetzt im Urlaub will ich halt ein paar Sachen schaffen. Ich sollte auch vielleicht mal im Urlaub gucken, dass ich noch Mario durchbekomme. Wäre noch so ein Ziel eventuell, aber naja. Also Super Mario RPG. Gut, aber egal. Dann sage ich jetzt hier erstmal ciao und bis dann wahrscheinlich, falls ich mit Restless so weitermache. Wovon ich ausgehe, aber gut. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ein, zwei Mal gucke ich noch rein mit Aufnahme. Vielleicht ist es auch nur so ein etwas längeres Let's Show. Und im Best Case bin ich dann schon bei der Hälfte des Spiels in 2, 3 Stunden. Und dann kann ich eh weitermachen. Gut. Dann, adios.